Und vom Quality-Check sind wir wieder zurück in unserer Werkstatt. Jetzt mit dem Profi, nämlich mit dem Martin Biber vom Hasler Profi Center. Und du hast jetzt gerade die Erleuchtung, weil du uns das super Licht mitgebracht, oder? So ist es. Wir bringen heute ein bisschen Licht ins Dunkle. Und zwar mit dem LED-Scheinwerfer. Ja, sehr klein, kompakt, geht schön hell. Und das Beste am Ganzen, der funktioniert mit einem Akku. Das heisst, wir haben kein Kabel, keine Steckdose suchen, kein Verlängerungskabel. Einfach immer dabei, wo man es braucht. Wahrscheinlich muss man dann aber pressieren mit Klempern, oder, bis da noch Fuß rum ist. Nein, der hält relativ lang. Bis zu 5 Stunden kann man mit dem arbeiten. Es gibt in 2 verschiedenen Grössen. Das ist jetzt 10 Watt, es gibt dann noch etwas grösser, 20 Watt. Deshalb hält 4 Stunden, aber auch das sollte eigentlich lange wie deine Arbeit. Aber hallo, da würdest du sagen, der sucht nur 10 oder 20 Watt je nach Modell? So ist es. Und zwar das ist aber sehr wenig. Das ist so, das ist mit LED-Technologie. Ja, aber es ist ja gleich wenig, für das es so leuchtet. Das ist ein LED. Wie lange musst du es laden? Braucht 3 bis 4 Stunden, bis er wieder voll ist. Bei beiden Modellen. Und die Gummi, das sind nicht assoziiert, das verliert ein bisschen etwas. Das ist ein bisschen, wenn es am Boden steht, ist es schön rutschfest. Wenn du ab und zu mal reinlaufst, dann passiert da auch nichts, dann hebt das. Und könntest du im Notfall auch Strom anschliessen? Kann man natürlich auch. Es hat einen 12-Volt-Adapter für das Auto dabei. Man kann einen normalen Strom, Steckdosen anschliessen. Ja. Ist auch kein Problem, wenn du das Wasserloch hast im Keller. Mhm. Weil der ist nämlich geschützt, also gegen Regen. Man kann einfach raus stehen lassen. Sogar? Nicht gerade tauchen damit, aber mag doch etwas verlieren. Wäre die nächste Frage. Profimäßige Sache, Martin. Mhm. Wir sagen, wir machen jetzt hier langsam wieder ein bisschen Licht. Abgesehen von dem Licht, da hat es eine andere Größe, gell? Mhm. Ich kann es einfach hier ausschalten. Das ist ein Blender-Portal.